Hallo! Wir machen heute wieder ein neues Fragen-Beantwortungsspiel. Und zwar, würdest du eher? Da müssen wir uns zwischen zwei Antworten entscheiden und sagen, was wir eher tun würden oder machen würden. Ja, und dann kann man danach kann man sehen, hier wie hier zum Beispiel, was die Leute danach angekreuzt haben. So. Nächste Frage, please. Aha. Danke, so. Würdest du eher die wahre Liebe finden oder Millionär sein? Da ich die wahre Liebe schon gefunden habe, möchte ich gerne Millionär sein. Wen denn? Dich? Ja! Das wollte ich eigentlich nur nochmal hören. Und was möchtest du? Ich will nicht mit die wahre Liebe finden. Ja, dann möchte ich natürlich auch lieber Millionär sein, weil ich habe die wahre Liebe ja auch schon gefunden. Aber wenn man sie nicht gefunden hätte, würde man natürlich, hätte ich das Blaue genommen. Ja. Weil das ist dann doch wichtiger. Okay, scheinbar. Na gut, ich weiß ja nicht, wie die Leute, ob die eine Beziehung haben oder nicht. Würdest du eher nie wieder Pizza essen oder nie wieder Döner essen? Da ich Pizza deutlich öfter esse als Döner, würde ich lieber nie wieder Döner essen. Ich würde auch nie wieder Döner essen, aber nicht, weil ich es öfter esse, die Pizza, sondern weil es ja auch Dönerpizza gibt. Das heißt, man hätte trotzdem Döner auf der Pizza. Und man muss auch dazu sagen, bei Pizza hat man deutlich mehr Auswahl als das bei stimmt. Döner. Das stimmt, ja, bei Döner hat man halt nicht so die Auswahl. Das ich meine, klar, halt du kannst bei Döner sagen, ich hätte gern ohne Tomate. Ich hätte gerne ohne Zwiebeln mit Cocktailsoße. Ja, aber so viele Sachen gibt es da nicht, dann lieber nie wieder Döner. Leute verzichten lieber auf Döner. Würdest du eher ein Junge sein oder ein Mädchen sein? Ja, das ist ja natürlich die perfekte Frage, wenn ein Junge oder ein Mädchen das hier gerade macht. Ich würde lieber ein Junge sein. Mädchen sein hat einfach viel zu viele Nachteile. Ich bleib auch dabei, ich will lieber Junge sein. Also ich bin jetzt nicht dagegen, dass ich ein Mädchen bin, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber ich würde es jetzt auch ausprobieren, also ich würde es, weiß nicht, wie soll ich das... Oh. Es hat Nachteile. Es hat definitiv Nachteile, ein Mädchen zu sein. Zwar auch ein paar Vorteile, die man sich kaufen kann oder so, aber... Junge! Oh, die Leute wollen immer Jungs sein. Ich werde bestimmt als absolute Antifeministin. Das ist doch egal. Die Leute wollen aber auch lieber Jungs sein. Okay, nächste Frage. Wenn du noch 5 Minuten zu leben hättest, was würdest du eher tun? Die Zeit mit deiner Familie verbringen? In der Zeit machen können, was du willst, außer mit der Familie verbringen? Ich denke Familie. Ich meine, was bringt dir denn 5 Minuten... das machen, was du willst, da schafft man ja nicht mal ein LOL-Game oder so. Ich würde 5 Minuten ein LOL-Game spielen. Ich meine, was bringt dir denn 5 Minuten irgendwas anderes machen, was du eh nicht fertig machen kannst? Dann würde ich lieber die letzten 5 Minuten mit der Familie verbringen. Ja. Fände ich. Ich auch. So, was sagen die Leute? Ja, die meisten. 21% sind seltsam. Okay, würdest du ja... Ein iPhone kaufen. Oder ein Android-Smartphone kaufen. Android. Ich bin ein sehr großer Android-Fan. iPhone ist kacke. Ja, ich bin auch eher irgendwie Android-Fan, obwohl ich auch schon Apple-Produkte hatte, aber Android ist einfach besser. Allein, weil du die extra Ladekabel und das ganze Zeug brauchst du extra von... Ja. Nee, Android. Okay, wer sind Mode-Bitches? 56% Mode-Bitches. Echt, so viele iPhone-Leute. Ja, das sind diese ganzen Leute, die nur das Beste vom Besten wollen. Android ist auch gut. Android ist auch gut. Obwohl es mich nervt, oder es nervt mich grundsätzlich, dass man den Akku nicht mehr rausnehmen kann. Ja gut, das ist tatsächlich ziemlich scheiße. So, selbe Frage nochmal mit Mann oder Frau. Okay, diesmal, damit ich hier aus der Antifeministenrolle rauskomme, nehmen wir natürlich eine Frau zu sein, weil eine Frau sein auch Vorteile hat. Ich will aber ein Mann sein. Nein, wir nehmen jetzt die Frau. Ich will aber gerne eine Frau sein. Zum Beispiel kann man seinen Freund dann dazu bringen, dass er das anklickt, was ich sage. Aber die Leute wollen Männer sein, wie du hier siehst. Oh Gott, wirst du ja einen Tag Durchfall haben oder einen Tag Grippe haben? Durchfall. Grippe. Nicht, also ich glaube so richtig, Grippe ist deutlich schlimmer als Durchfall. Ich will doch nicht einen ganzen Tag lang auf dem Klo sitzen, das aus mir raus... Nee. Ja, aber einen Tag Grippe ist ja meistens verbunden auch mit Übelkeit und... Ja, aber da kannst du wenigstens im Bett liegen und musst nicht den ganzen Tag auf dem Klo sitzen. Ja, auf dem Klo könntest du DS spielen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das Spaß macht, wenn du dabei die ganze Zeit Dümpel fasst. Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, ich würde eher den Durchfallentag nehmen als die Grippe, weil so richtig Grippe ist nicht schön. Na gut, ich sag jetzt Durchfall, ich würde Grippe nehmen. Okay. Was sagen die Leute? Grippe. Ja, sag ich doch, Grippe ist besser.
Grippe ist Grippe besser. Grippe ist besser. Willst du ja einen Monat ohne Handy oder einen Monat ohne Fernseher? Ohne Fernseher. Ohne Fernseher, ja. Es gibt auch YouTube. Richtig. Mann. Also ohne Handy oder ohne Computer, das wäre ein bisschen schwerer. Aber, Fernsehen gucke ich eh nicht so viel eigentlich. Fernsehen benutze ich eigentlich hauptsächlich, wenn dann mal zum Wii-Spielen oder so, aber sonst... Ja, doch, wir gucken ab und an mal Fernsehen. Ja, aber Netflix könnte man theoretisch auch woanders gucken. Das stimmt. Ja, also ohne Fernseher. Netflix könntest du nämlich auch auf dem Handy gucken. Ja, auf dem... Ja, okay, ja. Wollte gerade sagen. Ohne Handy, ohne Computer wäre, glaube ich, eine etwas andere Frage gewesen. Würdest du eher reich und unglücklich sein oder arm und unglücklich? Arm und glücklich? Ja, da ist gerade irgendwie völlig falsch vorgelesen. Arm und unglücklich. Ich glaube, dass... Ich meine, wenn du glücklich bist, ist es auch egal, ob du arm bist, weil wenn du glücklich bist, ist doch alles super. Dann macht es dir ja scheinbar nichts aus, wenn du arm bist. Ja. Arm. Was sagen die Leute? Ja, arm ja, und glücklich. Ja, die wollen nicht unglücklich sein. Würdest du eher ständig Tag haben oder ständig Nacht haben? Ich glaube, wenn ständig Nacht wäre, würde es einen irgendwann voll depressiv machen, weil man keine Farben mehr wirklich sieht. Aber ich finde eigentlich ständig Nacht, also ich weiß nicht, ständig Tag wäre für mich total anstrengend. Ich glaube, du gewöhnst dich da irgendwann dran. Aber stell dir mal vor, du siehst halt keine Farben mehr, du lebst... Musst du niesen, alles gut? Nein, ich muss ständig husten. Ich meine, es ist alles dunkel und du bist einfach... Keine Ahnung, das deprimiert doch voll. Ja gut, stimmt, weil ständig Tag, wenn du eine Nacht haben wollen würdest, könntest du einfach die ganzen Jalousien runtermachen. Ja. Ja, dann nehmen wir ständig Tag, obwohl weil ich es ja gibt schon Möglichkeiten, das dunkel die zu Nacht machen. Eigentlich schön finde. Ja, natürlich ist es schön, aber dauerhaft? Ja. Lieber ständig Tag, was sagen die Leute? Auch mehr Tag, ja. Was haben wir jetzt? Würdest du eher immer gelbe Zähne haben oder immer gelbe Haare haben? Gelbe, was ist das für eine Frage? Das ist eine sehr seltsame Frage. Also ich habe immer lila oder grüne Strähnen in den Haaren. Also kann ich auch gelbe nehmen. Warte, zählt gelb jetzt als blond? Nee, ich glaube, es zählt wirklich als gelb. Man kann es immer noch färben. Zähne kannst du nicht wirklich färben. Ja, du kannst sie bleichen. Ja, oder das. Oder es kostet, glaube ich, deutlich mehr als Haare färben, Zähne bleichen. Ja, aber... Ja, deswegen, ich würde lieber immer gelbe Haare haben. Ja, ich auch. Weil gelbe Zähne, das macht nicht wirklich einen guten Eindruck. Gelbe Haare kann man zur Not setzen, einen Hut auf oder eine Perücke oder sowas. Ja, 74% sagen die meisten auch. Würdest du eher einen Hund essen oder einen Hamster? Muss ich den ganzen essen? Am Hund ist mehr dran. Wollte ich sagen, dann lieber den Hamster, wenn ich den ganzen essen muss. Ein Hamster oder ein Hund? Ich denke... Grundsätzlich ist das jetzt eigentlich wieder so eine Frage, das sind beides Haustiere, was würde ich mich davon trauen zu essen? Ein Hamster, ich kenne nämlich keinen, der einen Hamster hat und deswegen wäre das für mich nicht so schlimm. Ich kenne Leute, die Hamster haben, die sind ziemlich niedlich, aber im Endeffekt sind ja kleine Kühe auch niedlich und kleine Schweine sind auch niedlich ja. Und man isst sie ja auch. Also deswegen, dann esse ich einen Hamster, weil wenn ich den ganzen essen muss, dann muss ich immer nicht so viel essen. Ich nehme den Hamster. Okay. Was sagen die Leute? Oh, überwiegt deutlich. Wahrscheinlich, weil so viele einen Hund haben. Ja. Klar, dass man das eigene Tier nicht essen ja, möchte. Natürlich. Würdest du ja ein Cowboy sein oder ein Indianer sein? Ich glaube, ich fände einen Indianer cooler. Nein. Also, wenn wir kämpfen müssten, dann wäre Cowboy deutlich sinnvoller. Ich meine, die haben Pistolen und die Indianer haben nur Pfeil und Bogen. Ja, ich mag immer Pfeil und Bogen. Ja, aber du hättest einen Fort. Außerdem, die Indianer müssen in Zelten leben. Die Cowboys, die haben schon Häuser. Mag aber auch Zelte. Ja, gut, dann sei du ein Indianer. Ich bin eine Indianerin. Ich wäre für Cowboy. Und die Leute wollen auch lieber Cowboys sein. Die Kuhjungs. Würdest du eher fliegen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar. Es ist schwer. Unsichtbar wäre super witzig. Ich könnte einfach überall stehen und allen Leuten zuhören. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Aber die Sache ist, werden deine Klamotten mit unsichtbar oder nicht? Ja, alles wird unsichtbar. Weil wenn nicht, dann wäre fliegen glaub können besser. Glaube ich halt nackt unsichtbar rum. Ist doch egal, ich bin unsichtbar. Ja, das ist doch scheißkalt. Aber wenn du hoch weit fliegst, du ganz weit oben, dann ist doch auch scheißkalt. Also es ist beides praktisch. Aber ich denke, ich würde unsichtbar auch nehmen. Allein, ich meine, du kannst allein umsonst ins Kino gehen, theoretisch. Das stimmt. Du kannst alles machen. Du kannst einen Supermarkt überfallen, keiner will. Die Karotten wären nicht unsichtbar. Ja, doch alles, was du anfasst, wird unsichtbar. Und nein, du kannst selber entscheiden, was unsichtbar. Da kannst du Sachen fliegen lassen und so. Oh, allein die Ich dachte, wir könnten nichts fliegen lassen. Nein. Also, wenn du etwas hochhebst, dann fliegt das ja für andere. Allein das Streichpotenzial, das ist ja gigantisch. Gut, okay, die Leute wollen...
fliegen können. Okay. Interessant. Ist aber relativ ausgeglichen tatsächlich. Würdest du ja mit zwei stinkenden Hunden, Alter, wer kommt auf solche Fragen, mit zwei stinkenden Hunden im Fahrstuhl eingesperrt sein oder mit zwei stinkenden Menschen im Fahrstuhl eingesperrt sein? Naja, mit zwei stinkenden Menschen könnte man sich immer noch unterhalten, also ob sie stinken, ist mir eigentlich dann auch egal, wenn ich eingesperrt bin im Fahrstuhl. Aber mit den Hunden kann man streicheln. Ja. Okay, kommt drauf an, ob die Hunde mich mögen oder nicht. Das sind zwei Kampfhunde, die böse sind und dich aufessen wollen. Das andere sind zwei Massenmörder, also ist es egal. Aber was stinkt denn jetzt mehr? So ein stinkendes Tier oder so ein Schweiß von einem Menschen? Also so ein richtig nasser Hund. Ja, Eva, warum soll der denn im Fahrstuhl nass sein? Keine Ahnung, weil wir am Strand sind und gerade in unserem Hotel wieder und die Hunde gerade aus dem Meer kommen. Ja, gut, aber die werden irgendwann trocken und Menschen stinken dauerhaft, wenn sie wirklich stinken. Ich will die Hunde nehmen und du? Okay. Hunde. Was sagen die Leute? Hunde. Ja, scheiß auf andere Menschen. Du bist dran. Würdest du eher deine linke Hand abschneiden oder deine rechte Hand abschneiden? Ich denke, das hängt sehr, sehr stark davon ab, ob man Rechtshänder oder Linkshänder ist. Ja. Da ich Rechtshänder bin, würde ich lieber die linke Hand abschneiden. Ich bin beidhändig. Auf welche kannst du eher verzichten? Ich glaube, ich könnte eher auf die rechte Hand verzichten. Weil, zum Beispiel Autofahren, dann könnte ich ein Automatikauto fahren. Ich muss ja nicht mehr schalten dann. Ja gut, so ein bisschen hin und her schalten schon, aber das kann ich auch mit dem Fuß. Und ich kann die Tasten auf der Tastatur, die ich brauche. Ja, aber du kannst die Maus ja nicht mehr bedienen. Ja, dann nehme ich meinen Fuß für mit auf den... Ach, den Fuß, ja, genau. Das kann ich. Ich will die linke Hand abschneiden. Du willst die rechte abschneiden. Ja, aber ist egal, wir können auch gerne die linke. Okay, nehmen wir die linke. Das heißt, wir hätten... Gut, damit habe ich gerechnet, weil mehr Menschen Rechtshänder als Linkshänder sind. Okay, als nächstes hätten wir, würdest du eher Kaffee trinken oder Tee trinken? Da ich keinen Kaffee trinke, nehme ich Tee. Da ich auf der Arbeit immer Kaffee trinke, trinke ich zu Hause lieber Tee. Ja, aber gesagt, du trinkst ja eh beides. Ja, also aber ich trinke Kaffee eigentlich nur auf der Arbeit. Dann wollen wir Tee trinken. Ja. Oh, jetzt einen Tee. Wollen wir uns einen Tee machen? Ja, ja gerne. Was sagen die Leute? Ich sage die Leute, ich glaube, die Leute wollen eher Kaffee. Ja, ich glaube auch, sind eher Kaffeetrinker. Oh, tatsächlich. Ah, das nicht? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Leute wollen eher Kaffee. Würdest du eher nie wieder YouTube nutzen oder nie wieder Facebook nutzen? Facebook. Nie wieder Facebook. Ja, Facebook ist eigentlich gar nicht so, weiß ich nicht. Also ich finde es mittlerweile sehr unnötig. Also ich bin pro Tag mehrmals auf YouTube und eigentlich selten auf Facebook, wenn ich überhaupt mal auf Facebook bin. Deswegen nie wieder Facebook, definitiv. Wer braucht Facebook? Ja, tatsächlich die meisten. Hätte mich auch gewundert, tatsächlich. Ja. Wundert mich sowieso, dass Facebook noch so populär ist. Würdest du eher Coca-Cola trinken oder Pepsi trinken? Oh Gott, jetzt fängt die Diskussion an. Typisch. Im Grunde ist es sehr ähnlich. Aber Pepsi schmeckt schlechter. Das stimmt, Cola ist besser. Ja. Cola! Ah, 23% Pepsi-Fans. Würdest du eher jemanden heiraten, der hässlich und reich ist, oder jemanden heiraten, der hübsch und arm ist? Da ich dich heiraten werde. Also hässlich und dumm, okay, danke. Nein! Hä, was ist das denn für eine Frage? Wie wär's, wenn man den heiratet, den man liebt? Ja, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jemanden heirate, ich würde natürlich jemanden nehmen, der... Also mir wäre es egal, ob derjenige Geld hat, weil mir Geld nicht wichtig ist. Also würde ich eher hübsch und arm sagen, als hässlich und reich. Ja, würde ich auch sagen. Weil mir ist das Geld einfach nicht so wichtig. Also wäre ich mich natürlich in einen hässlichen Menschen... Keine Ahnung, also mir ist wichtig, wen das ich Das Geld liebe. Ist total egal. Ja. Hübsch und arm. Was sagen die Leute? Ja, die meisten wollen auch lieber die hübschen Armen. Wer kennt nicht die ganzen hübschen Bauerntöchter, die so arm sind? Würdest du eher so bleiben wie jetzt oder eine Chance auf 100 Millionen mit einem 5% Risiko sofort zu sterben? Ein 5% Risiko ist nicht wirklich viel. Ich wollte gerade sagen, also ich denke, das nehme ich. Ich meine 100 Millionen, das ist, würdest du das auch nehmen? Ja. Ich denke, das Risiko gehe ich ein. Und wenn nicht, dann bist du halt tot. Oh, die meisten wollen so bleiben wie jetzt. Das ist nur 5%. Das ist voll ähnlich. Ich wollte gerade sagen, 5%, das sind nur 5%. Und wenn es dann passiert, dann bist du halt tot, dann ist es halt so. Kannst auch nichts mehr dran ändern, dann ist das eben so. Ja. Deshalb, ich glaube, wollen wir jetzt... Ja, ich denke, oh, berühmt sein, reich sein, wollte ich sagen, das hatten wir schon. Ja, dann okay, dann sehen wir uns bei anderen Videos, da wird noch einiges kommen, das könnt ihr mir glauben. Oh ja, das wird es. Das wird cool, bis dann, tschüss.